muss sich bei jedem Veranstalter herzlichst bedanken, dass man zu diesen Zeiten so eine Veranstaltung auf die Beine stellen kann. Das Einzige, was so ein bisschen wehmütig ist bei mir, ist, dass die Bürgermusiken spielt. Der 1. Mai war in Nenzing oft schon, man hat immer mal wieder mal eine Jacke benötigt, aber ich denke mal, die Begeisterung heute ist auch bei den Teilnehmern mega cool, weil die Sportler sind einmal froh, dass sie wieder ein Radrennen haben und das Zeitfahren da in Nenzing auf der Strecke scheint da wirklich gut anzukommen. Mir ist eigentlich vom Start weg sehr gut gegangen. Hat man es ziemlich gut eingeteilt, das Ganze. Hat man gestern die Strecken auch besichtigt, hat man ein paar wichtige Punkte, sage ich mal, rausgeschrieben. Und ja, ich habe es genauso umsetzen können, als wie man es im Kopf gesetzt hat. Die Führung war doch ziemlich eindeutig schon vor dem Start. Aber dass ich jetzt noch mit dem zweiten Platz da den Gesamtsieg sichern habe können, das ist schon ein schönes Gefühl. Ich meine, ein bisschen der Saft ist mir heute schon ausgegangen, aber war ein spannendes Wochenende. Gestern relativ viel Zeit im Auto verbracht, aber ja, war es wert. Ich habe halt ehrlich gesagt ziemlich gekämpft von Anfang an und ich bin froh, dass es sich ausgegangen ist, dass ich den zweiten Platz habe retten können, aber es war heute sehr schwer für mich und ich bin froh, dass es sich ausgegangen ist. Ich bin natürlich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wenn wir generell ja die Zeit fahren, ganz gut liegen. Man bereitet sich ja doch auf die Saison vor und dann war es ja wirklich erstmal so, dass ja, hat man echt nicht gewusst, ob es überhaupt Rennen geben wird und es war jetzt eine super Rennserie, muss ich echt sagen. Also darf mich freuen, wenn das auch weiterhin bestehen bleibt.